liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Hier seht ihr jetzt noch drei Abschnitte von unserem gestern Video. Viel Spaß dabei. Oh Gott, das ist unsere Vermieterin. Ich gehe an die Tür. Guten Tag. Ah, Sie können mich doch nicht nass spritzen. Oh, sind Sie verrückt? Szene Nummer 2. Guten Tag, Frau Sekretärin Johann. Fühlt sich nicht so gut. Können Sie Ihre Mama anrufen? Klar. Und zum Schluss die Szene Nummer 3. Kinder, Platz da. Ich muss zu meinem Sohn. Sie sind mir ja auch eine oder ein Nerr. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt. Der Umzug für Theo, Hanna und Christa, Teil 2. Theo, wir müssen jetzt unbedingt los. Okay. Guten Tag, wir wohnen über Ihnen. Ach, guten Tag. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Ja, ja, Sie kennen uns bestimmt. Wir sind Familie Roth. Ah, jetzt weiß ich Sie, wo ich Sie kenne. Frau Roth, Sie arbeiten doch beim Zahnarzt. Stimmt. Herr Thuns, wollen Sie klingeln? Gerne. Ach, guten Tag, Sie müssen Familie Thuns und Familie Roth sein. Richtig. Gut, kommen Sie rein. Den Rest, den müssen Sie sich selbst kaufen. Okay, also drin steht schon alles, was Sie brauchen. Sie können gerne 3 Tage grillen. Und ich bin gespannt. Lassen Sie sich in Ihrem neuen Wohnhaus, lassen Sie es gut gehen. Okay, danke. Dann muss ich ja wohl hier raus, ne? Sie kriegen ja jetzt ab jetzt das Haus. Viel Spaß im neuen Haus. Okay. Also, wenn wir unten wohnen, was gibt's dann oben alles? Sie können ruhig mit nach oben zu uns kommen. Oh, das ist aber lieb, bis wir alles vorbereitet haben. Obwohl, vielleicht steht ja schon was. Wir haben oben auch Zettel zum Schreiben. Oh ja, das wäre gut, Zettel zum Schreiben. Okay, dann machen wir das so. Ich habe einmal Post für Familie Roth. Gucken, ob die da sind. Oh, mal gucken. Da steht die Postbotin vor der Tür. Ich mach mal auf. Einmal zurück. Die Tür geht von auf ihrer Seite. Okay. Ich hatte für Sie einen Zettel da gelassen, also einen Brief. Von der Christine Meyer. Ah, meiner Schwester. Okay, gut. Danke dafür. Ach, bitte. Tschüss. Tschüss. Machen Sie sich gemütlich in Ihrem neuen Wohnhaus. Oh, danke. Die war jetzt aber schnell weg. Mal gucken, was sie uns als Brief dagelassen hat. Oh nein. Leben Sie sich bei uns ein. Kommt ihr zwei, wir gehen schon mal hoch. Wow, 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 wow. Oh, es lebe der wunderschöne Ausblick. Das gibt's ja nicht. Schatz, Schatz, wo bist du? Warte, ich bin oben. Auf dem Balkon. Warte, ich komm hoch. Katrin hat sich verletzt. Meinst du, wir sollten hinfahren? Ich glaube, so dringend ist es nun auch nicht. Hanne, hoffentlich kommt unser Sohn bald nach Hause. Ja, oder unsere 2, 3. Na, und spielen wir Fußball? Sören, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Na gut. Und jetzt dürft ihr nach Hause gehen. Juhu, endlich nach Hause. Wuhu. Sören kommt schon nach Hause. Ach, der hatte ja zur 4. Schluss. Stimmt ja auch wieder. Vorsicht, Sören. Hallo, Tante Nanni. Sören, du fällst mir gleich in die Arme. Ach, danke. Warte mal, Sören, was hast du denn da Schwarzes am Fuß? Hä? Ich bin gleich wieder zurück. Was willst du denn damit? Das ist viel zu gefährlich. Du hast da was Schwarzes. Halt doch mal stille, leg dich mal hin. Und, kannst du erkennen, was es ist?
Also Dreck ist es nicht. Frau Rot, Herr Rot, könnt ihr mal kommen? Frau Rot, Herr Rot, könnt ihr mal kommen? Oh, wir werden, glaube ich, gerufen. Oh, das ist ihr Sohn, entzückend, dieses Kind. Richtig echt schön, entzückend, dieses Kind. Wahnsinn, toll. Was hat es denn? Das ist nicht Dreck, Christa. Das ist eine... Was ist es? Eine Zecke. Wie bitte? Ich hab wohl schlecht gehört. Nein, hast du nicht, Christa. Du hast dich richtig gehört. Eine Zecke. Was? Holt sie mir bitte schnell raus. Ja.